bin der Hans Grugger. Bin 8 Jahre im Weltcup gefahren, habe dabei 4 Rennen gewonnen. Es war eine wunderschöne Zeit, hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich auch recht schwere Verletzungen gehabt. Das Schlimmste davon war sicherlich der Sturz in Kitzbühel, an den sich vermutlich noch einige von euch erinnern werden können. Jetzt bin ich als Talente-Scout unterwegs und suche nach den künftigen Head Rebels. Ich bin noch immer viel mit den Ski unterwegs und versuche weitere Verletzungen so gut wie möglich zu vermeiden. Ja, die häufigsten Verletzungen sind eben die Knieverletzungen. Die Hauptursache ist da der Rückwärtsdrehsturz, wo fast 75% der Unfälle darauf zurückzuführen sind. Die herkömmlichen Bindungen schützen zwar recht gut vor Knochenbrüchen, jedoch verhindern sie kaum Knieverletzungen. Also was tun, damit nicht mehr so viele Knieverletzungen passieren? Die Firmen Head und Teolia haben dafür eine neue Bindungstechnologie entwickelt, die wir euch jetzt vorstellen werden. Also im Sturzfall muss die Bindungsferse zur Seite auslösen, damit die Belastungen aufs Kreuzband nicht zu groß werden und somit schwere Knieverletzungen vermieden werden können. Die horizontale Auslösebewegung kann von den aktuell am Markt befindlichen Bindungen nicht geleistet werden. Nur die neue Protector-Bindung, die im Head und Tirolia mit heuer eingeführt hat, kann durch die Full-Heel-Release-Technologie diese seitliche Auslösung gewährleisten. Also eine zusätzliche Auslöseebene ist wesentlicher Bestandteil dieser Full-Heel-Release-Technologie. Sie kann bei geringen Kräften bis zu 7 mm seitlich ausschwingen, werden die einwirkenden Kräfte aufs Knie zu groß, fährt die Bindung die vollen 7 mm seitlich aus, rotiert um 30 Grad auf und lässt somit in Sturzsituationen den Skischuh frei. Die Belastung aufs Knie wird somit wesentlich reduziert. Also bei der Protector-Bindung steckt natürlich auch sehr viel wissenschaftliches Know-how dahinter. Seit fast 15 Jahren entwickelt man schon an dem ganzen Projekt. In den letzten Jahren ist auch die Uni Innsbruck mit einer Studie dazugekommen. Sie haben sich sehr viel mit verschiedenen Verletzungs- und Sturzmustern befasst. Und das Resultat aus dem Ganzen ist die jetzige Protector-Bindung. Die Bindung ist natürlich auf Herz und Nieren getestet worden. Unter anderem hat das auch der 5-malige Streifgewinner, der Didier Küsch, gemacht. Wir sind beide zu demselben Ergebnis gekommen. In der Vorperformance und in technischen Parametern wie der Standhöhe und der Sprengung kann die neue Protector-Bindung auf jeden Fall mit den herkömmlichen Bindungen mithalten. Was bedeutet das für uns Skifahrer? Wir können mehr Spaß haben beim Skifahren, mehr Gaudi haben, mehr Gas geben, weil eben die Gefahr von Knieverletzungen deutlich reduziert ist. Und genau das machen wir jetzt.